Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval Total War 2. Und ja, wir sehen hier gerade Mailand und wir sehen einen Anblick, der eigentlich eher weniger häufig ist, jedenfalls persönlicher Erfahrung nach. Denn, upsala, wir sehen eine Papststaatenarmee, die Mailand belagert, die tatsächlich aggressiv eine andere Stadt angreift. Der Papst hat ja auch schon Florenz erobert und ist überraschend mächtig, wenn man denkt, dass der Papst sich normalerweise wirklich auf Rom beschränkt. Das wäre eigentlich die ideale Gelegenheit, um Mailand anzugreifen, wenn wir nicht momentan mit dem Reich im Krieg wären, aus einem dummen kleinen Fehler bezüglich eines Attentats. Aber außerdem haben wir hier noch einen schönen kleinen General, einen schönen kleinen Attentäter, der versucht, das Familienmitglied-Thema auszuschalten. Leider scheitert, okay. Aber gut, das sollte der Papst eigentlich schaffen, Mailand auszuschalten. Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Denn ich denke mal, wenn der Papst sich jetzt tatsächlich Mailand holt, dann wird er sich wahrscheinlich auch bald noch Genua holen, weil da praktisch keine Truppen sind. Dann bleiben uns nur noch zwei französische Städte, die Mailand erobert hat, nämlich Dijon und Paris. Und das sollte doch machbar sein eigentlich. Von daher versuchen wir unser Bestes. Aber erstmal kümmern wir uns doch ums Reich. Aber vor allem als allererstes beenden wir die Runde. Während hier unsere Einheiten sich fleißig bewegen, unsere Agenten. Die Venezianer wollen wieder etwas von uns hier in Bern wissen. Wer weiß, was genau sie von uns wollen. Genauso wie die Schotten. Wir werden es wohl nie erfahren. Denn sie weigern sich, es uns zu verraten. Polen, Ungarn und auch die Papststaaten ziehen noch und... ach. Lasst es doch mal gut sein hier. Lasst doch meinen Priester in Ruhe. Menschenskinders, ey. Die sind so nervig, die ganzen Kollegen da. Die ganzen Inquisitoren. Ich kenne kaum Einheiten in diesem Spiel, die so nervig sind wie diese scheiß Inquisitoren. Aber okay. Wir bauen einfach weiter. Gut, Stockholm kann nicht weitergebaut werden momentan. Würde ich sagen, an der Stelle. Moment. Moment. Wir schmeißen die Stadtmiliz mal raus. Und damit sind die alle unterhaltsfrei. Das ist sehr gut. Unser Attentäter hier versucht mal seine Quest erfolgreich abzuschließen. Und ist gescheitert, wie eigentlich zu erwarten war. Und oh, hier oben ist ein Ketzer. Das ist nicht gut. Holen wir uns einen neuen Priester. Holen wir uns noch einen Priester mit ins Boot. Der sich vielleicht mit etwas Glück um den Ketzer dort im Norden kümmern kann. Wobei, nein, 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 nein. Darum kümmert sich unser Kardinal. Der soll den Ketzer ausschalten. Der verbessert nämlich noch seine Fähigkeiten dadurch und die Chancen steigen, dass er der neue Papst wird. Wie alt ist er eigentlich? 49, das geht noch einigermaßen. Ist noch verhältnismäßig jung für einen Kardinal. Definitiv akzeptabel. Und auch hier die Fortbildungen sind hoffentlich bald fertig, damit die Armee endlich losziehen kann nach Norden. Aber erstmal gehen unsere Truppen jetzt hier noch etwas weiter in Position. Und wir schlagen die Armee nicht zurück, da es nicht so funktioniert, wie ich es mir dachte. Mann, okay. Die Armee muss außen rumziehen. Wir greifen mit der Armee Staufen an und von der anderen Seite dann mit denen greifen wir dort an. Und in der Zwischenzeit marschiert, glaube ich, unsere andere Armee. Die marschiert auch Richtung Staufen. Weil Staufen ist momentan die mächtigste Stadt des Feindes, glaube ich. Und Staufen müssen wir schnell ausschalten. Die Festung. Die große Festung statt Staufen. Okay. Weitere Gebäude gab es ja auch noch, ich erinnere mich. Inverness ist ein wenig weiter. Bauen wir doch erstmal hier ein paar Stadtmilizen, ein paar Sperrmilizen natürlich, Entschuldigung. Und bauen als nächstes mal einen kleinen Hafen, damit wir zumindest mal ein bisschen über See handeln können. Metz hat einen Markt fertiggestellt. Ein guter Zeitpunkt, einmal ein Bordell zu errichten, würde ich sagen. Und an der Stelle... war es das, glaube ich, schon wieder für den Zug? Ach nein, unsere ganzen Agenten natürlich doch. Die sind natürlich auch noch bereit, hier ihre Aktionen auszuführen. Frage nur, gegen wen? Wer sind verlockende Ziele? Wer ist das da hinten? Ist ein englischer Diplomat? Nein, der bringt uns auch nicht viel. Ich glaube, wir kümmern uns einfach mal um den mailändischen Hauptmann hier. Können wir zumindest mal die Moral ein wenig schwächen, wenn wir schon nichts Besseres zu tun haben. Hier ist noch ein venezianischer Diplomat.
haben wir noch einen weiteren Attentäter. Oh, was ist da passiert? Der Vatikan hat sich zurückgezogen. Okay. Oh, aber wir haben eine Menge hier Agenten, die wir ausschalten können. Fangen wir doch einfach mal an. Das ist das Problem. Das ist immer dieses sehr bittere Ereignis. 78% Chance hatten wir, Erfolg zu haben. Und unser Agent ist leider dabei verstorben. Gefangen genommen und gestorben. Ah, das ist bitter, wenn das passiert. Aber es gehört nun mal leider zum Spiel dazu. Auch wenn ich es ein wenig schade finde, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja nicht so der große Fan von solchen Prozentwahrscheinlichkeiten. Aber nun gut. Hatten wir hier nicht noch irgendwo einen weiteren Attentäter im Norden? Beziehungsweise im Osten? Moment. Stockholm. Dijon. Okay, nein, haben wir nicht. Gut, dann vergesst, was ich gesagt habe. Dann setzen wir, glaube ich, mal eine Armee in Bewegung ein wenig. Zumindest mal die Balliste setzen wir in Bewegung. Ja, was lassen wir da? Ich glaube, ich werde doch etwas mehr in Metz zurücklassen müssen. Ach, lassen wir mal einen Trupp Wikinger-Räuber noch da. Und der Rest marschiert mal, zumindest mal in die Richtung von Staufen. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was ich mit denen anfangen werde. Das werden wir noch sehen bei Gelegenheit, hoffe ich mal. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir wieder die Runde. Mit Kriegsvorbereitung gegen Staufen und gleichzeitig gegen, ja, gegen das Reich allgemein. Staufen und Innsbruck werden vermutlich mit etwas Glück bald fallen. Und damit können wir die letzten beiden Reichsprovinzen spalten. Okay. Soweit, so gut. Nächster Zug für uns. Unser König ist verstorben. Mein Beileid. Königsdenkel, der Tyrann. Sein Volk wird sich drüber freuen. Ich freue mich aber eher weniger. Aber okay, dafür haben wir immerhin einen neuen Anführer. Wo sitzt er denn? Naja, Moment. Ich glaube, dann bilde ich an der Stelle sogar mal noch einen Trupp aus. Aber ich weiß noch nicht genau, was. Noch ein Trupp nordische Axtkämpfer. Wieso nicht? Baubericht, in Hamburg die Abtei ist fertig. Und ich würde sagen, mir ist nämlich vorhin schon ein Weg eingefallen, wie wir unser Ansehen beim Papst noch ein wenig steigern können. Und zwar, wenn ich mich recht erinnere, dann erhält die erste Nation, die eine Kathedrale baut, noch irgendwie einen Bonus in dem Ganzen. Ermöglicht uns übrigens auch die Ausbildung von neuen Truppen, was ich sehr interessant finde. Aber vor allem Zufriedenheit und Gesundheit, also Kathedrale wird gebaut. In Rem, die Pflasterstraßen sind fertig. Dann folgt auch hier erstmal eine Abtei nach. Ich glaube, wir werden einfach viele Kirchen bauen erstmal, um uns da beliebter zu machen. In Frankfurt bauen wir die Verwaltung und in Bern der Ledergerber. Wird natürlich direkt fortgebildet hier. Na, doch noch nicht. Wir bauen noch direkt die nächste Stufe. Wenn wir erstmal noch abwarten. Inverness bietet Sperrmilizen. Sehr schön. Und der Rest ist momentan eher weniger interessant. Vielleicht die Priester in Oslo und Antwerpen noch. Wobei wir erstmal ihn hier einsetzen wollten gegen den Ketzer. Ob der Ketzer ist, steht der dahinter? Ja, er steht dahinter. Los geht's! Angriff! Diener Gottes! Auch er hat damit seine Frömmigkeit gesteigert. Wir haben 9 von 10 Punkten. Und das ist doch ein sehr guter Standpunkt. Schauen wir mal auf das Kardinalskollegium. Okay, nein, wir sind hier noch nicht mit in die Liste gekommen, leider. Wir müssen unseren Punkt noch weiter steigern, damit wir da reinkommen, aber ja, okay, die sind echt aktiv, die Venezianer, mit ihren Kardinälen. Man merkt schon, die haben etwas auf dem Kasten. Byzanz und Venedig befinden sich im Krieg. Oh, interessant. Das war die Aktion von gerade und der Rundenbericht sagt, wir haben wieder Gewinn gemacht. Du versuchst einfach mal weiter deine Quester zu erledigen. Eine Runde noch, dann marschiert die kleine Armee hier los. Inquisitor darf stehen bleiben, den lassen wir in Ruhe erstmal. Und es ist Zeit für Truppenbewegungen, würde ich sagen. Und da ist leider... Ah, Moment. Die Armee versucht nach Nürnberg zu kommen, so wie es aussieht. Aber okay, wir werden uns an der Stelle jetzt einfach mal mit 3 großen Armeen Staufen widmen. Alle 3 werden gemeinsam angreifen. Das könnte sehr lustig werden, glaube ich. Machen wir es einfach mal so.
Und die greifen die Reichsarmee an und verdrängen sie erstmal. Das wird eine totale Zerstörung, das ist unglaublich. 40 zu 7. Okay. Mal schauen, wie viele Truppen sind das? Wir haben über 2000 Mann. Geführt von, von unserem König. Und der Feind hat nur einen Hauptmann. Und nur 632 Mann. Das schlagen wir automatisch. Das ist eine riesige Schlacht. Ein riesiges Gemetzel wird das sein. Und ein klarer Sieg für uns. Staufen ist erobert. Und Staufen wird... Staufen wird besetzt. Denn ich glaube, Staufen lohnt mehr als Festung. Ja, es lohnt auch mehr als Festung als Bern. Das heißt, wir machen aus Bern eine Kleinstadt. Der Plan wird umgestellt ein wenig. Die Huskale werden aber noch geupgradet jetzt. Die Beziehungen zum Reich haben sich verschlechtert. Sie sind mittlerweile auf grauenhaft abgefallen. Aber okay, damit kann ich leben. Dann immerhin habe ich es auch zum gewissen Grad provoziert. Aber gut, weiter geht's. Siegende Faust, sehr schön. Und irgendwie Bluetooth fühlt sich wieder geschätzt. Sehr schön. Dann macht er sich jetzt auf den Weg Richtung Nürnberg, um da die feindlichen Armeen abzufangen. Während die Armeen sich darauf vorbereiten, zumindest mal ein Stückchen gleich gen Osten zu ziehen. Und Truppen fortgebildet werden vor allem. Die Stadtmiliz lasse ich, glaube ich, erstmal zurück dann gleich. Machen wir es erstmal so. Fangen wir so an. Und bauen natürlich auch direkt das Neue, nämlich die Baronstelle. Oder? Ja doch, beginnen wir mit den Baronstellen. Okay. Erfolgreich Stadt Nummer 1 eingenommen. Also das Reich schrumpft und schrumpft und schrumpft immer weiter. Es läuft richtig gut in dem Punkt, das muss man einfach mal sagen. Wer weiß, vielleicht war dieses fehlgeschlagene Attentat auf den Kaiser ja doch gar nicht mal so schlecht für uns. Ich finde es übrigens toll, dass der Herrscher des Reiches sich tatsächlich Kaiser nennt, bei so einem mickrigen Gebiet. Und wir nur ein normaler König sind, obwohl wir mit Abstand das meiste Land halten. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Think about it. Okay. Wie dem auch sei, wir sollten uns natürlich trotzdem weiter um die verschiedenen Dinge hier kümmern, was interessant sein könnte. Ich glaube, viel davon ist jetzt momentan nicht mehr da. Wir haben noch die Agenten, die, glaube ich, ja, die können noch eingesetzt werden. Rebellenhauptmann erledigen, ganz einfach. Mehr habe ich mit dem gerade nicht zu tun. Und er hier versucht es auch einfach mal. Ach, er hat schon, okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle einfach mal die Runde. Und erobern gleich weiter das Reich. Staufen ist gefallen. Staufen ist in der Hand von Dänemark. Die große Festung des Reiches ist in meiner Hand. Und wir haben eine ziemlich große Armee ausgeschaltet. Also ich bin absolut zufrieden gerade mit der Schlacht. Die Frage, wie geht's weiter? Beendet die Feindschaft. Damit habe ich gerechnet. Genau das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt wieder komplett auf die Defensive zurückschrauben. Wir haben immerhin eine Stadt uns gerade geholt. Und das soll mir auch erstmal reichen. Oh, die Gebäude, darum kümmern wir uns gleich. Erstmal ist jetzt Magdeburg dran. Mit vorhin benannter Armee. Wir nehmen erstmal die ganzen Truppen kurz raus mit aus Magdeburg. Und die Sperrmiliz geht zurück. Die Sperrmiliz übernimmt die Verteidigung. Und die Truppen marschieren gen Norden. Ich glaube, meine Flotte schicke ich bei Gelegenheit dann auch mal... Entschuldigung, auch mal gen Osten. Denn die kann vielleicht etwas schneller die Truppen hier übersetzen lassen. Oder zumindest dann zurückbringen. Jetzt wird erstmal gebaut. Aarhus, Abtei fertig. Bauen wir auch hier eine Kathedrale. Das Geld haben wir ja momentan. In Oslo können wir nur den Ballistenmacher im Moment bauen. Bauen wir auch einfach. In Metz das Wirtshaus. Inverness hat einen Hafen abgeschossen. Folgt sogleich das Rathaus. Bleiben noch Nürnberg und Staufen momentan. Nürnberg ist ja doch immer noch Grenzgebiet. Aber ich würde sagen, bauen wir hier an der Stelle einfach mal die Minen, um unsere Einnahme doch noch weiter zu erhöhen. Und in Staufen können wir weiter fortbilden an der Stelle. Auch sehr schön. Machen wir das so. Das ist zufriedenstellend soweit. Und
Den Trupp schicke ich noch dazu. Der darf sich noch den großen Armeen anschließen. Die zweite Armee lasse ich, glaube ich, in der Zwischenzeit schon mal gen Süden ziehen, damit sie zumindest mal Bären abdecken können, damit Bären nicht gleich einfach so fällt. Er schaltet mal den Reichshauptmann da oben aus. Es gibt ein weiteres Merkmal. Fähige Attentäter, sehr schön. Und König Ulf hat die faire Herrschaft verloren. Oh, schade, schade. Es wird jetzt die Welt glatt untergehen lassen. Ah, wir hatten Erfolg. Sehr gut, mit der 14% Chance. 1000 Gulden für uns. Attentatsmission erfolgreich. Mietmörder. Und unser Herrscher ist ein gemeiner Anführer. Okay. Dann bleibt der Attentäter hier jetzt einfach mal. Wobei, er geht gen Süden, weil im Norden kann er, bringt er eigentlich gar nichts. Steht der Papst zu uns. 4 Kreuze haben wir momentan. Das Reich hat ebenfalls 4 Kreuze. Mal schauen, wenn das Reich uns jetzt angreift, besteht die Chance, dass sie ausgeschaltet werden, dass sie exkommuniziert werden. Das wäre für uns natürlich ziemlich nützlich eigentlich. Das würde uns erlauben, sie weiter anzugreifen, höchstwahrscheinlich. Okay, dann ich glaube, ich schicke die Truppen hier mal nach Bern hinein. Okay. Beende die Runde. Und irgendjemand ist wieder gestorben. Irgendjemand ist in meinen Ländern zum Opfer gefallen, glaube ich. Hoffentlich niemand von mir. Portugal, Polen, Ungarn und noch die Mongolen dürfen auch noch ziehen. Kreuzzug! Es gibt tatsächlich mal einen Kreuzzug. Nach Jerusalem. Dem werden wir uns anschließen. Wenn auch noch nicht jetzt, denn ich sag's mal so, Jerusalem ist für uns momentan in weiter Ferne und bringt nicht wirklich was. Wir werden uns dem Kreuzzug anschließen, das auf jeden Fall. Die Bibel mag den Frieden predigen. Aber jetzt gibt's erstmal ein Video. Wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles Heilige zu verteidigen. Seine Heiligkeit der Papst hat einen Kreuzzug ausgerufen, das gelobte Land von den Ungläubigen zurückzuerobern, die christlichen Pilgern die Reise zu den heiligen Orten verweigern. Die Armeen des Christentums müssen endlich ihre Differenzen beilegen und sich unter einem Banner vereinen, im Zeichen des Kreuzes, Gottes Kindern zurückzugeben, was rechtmäßig ihr ist, oder bei dem Versuch zu sterben. Ich glaube, diese Formation wäre nicht besonders effektiv im Krieg. Wie dem auch sei, Innsbruck sollen wir auch einnehmen. Werden wir aber momentan doch noch mit warten, da wir eher wirklich auf den Papst hören wollen und das Ganze beenden wollen. Allerdings Magdeburg. Okay, Magdeburg kann nicht weiter ausgebaut werden. Wir haben jetzt die Baronstelle gerade gebaut. Was genau bringen die uns denn? Wo waren sie? Ich hatte blind da. Ich glaube, das bringt uns keine neuen Einheiten, oder? Ich habe keine Ahnung, was die Baronstelle bringen. Egal, Antwerpen, Ortswache. Fruchtfolge. Und Brügge Baronstelle. Dann bauen wir hier jetzt einen Schmied als nächstes. Fortbildung in Staufen waren auch wieder erfolgreich. Sehr schön. Dann folgt jetzt noch ein wenig mehr Fortbildung. Und im nächsten Zug kann die Armee dann wieder losziehen. Und sich an den Grenzen postieren, um so bald wie möglich das Reich weiter anzugreifen. Und die Polen stehen in Bedrängnis. Sie wurden von den Türken angegriffen. Die müssen tatsächlich irgendwo hier in diesen Gebieten Konflikte haben. Das war ja auch vorher schon das mit den Russen und den Türken. Was ich irgendwie nicht ganz verstanden habe. Aber nun gut. Werden wir sehen, was sich dabei so ergibt. Und er hier stellt sich mal hier an die Grenze. Damit er, sollten wir wieder angreifen dürfen, direkt nach Innsbruck marschieren darf. Wie ihr wollt, mein König. Wessen Zeit ist abgelaufen? Aber ich glaube, neue Attentäter werden dann erstmal nicht mehr folgen bei Gelegenheit. Und die stelle ich mal neben die. Wer weiß, vielleicht greifen sie an, auch wenn ich es bezweifle. Das wäre schon sehr dumm. Diplomaten, Priester und alles mögliche weitere. Ist mein Agent hier gestorben? Ach nee, ich habe ihn ja runtergeschickt. Ich erinnere mich. Versuch mal den Franzosen auszuschalten. Der packt es auch noch. Der packt es tatsächlich auch noch beim ersten Versuch. Das war mir so ein Ding. Ja, versuch mal, geh drauf, ich brauch dich nicht. Und der schafft es. Wieso nicht? Egal. Da will ich mich mal lieber drüber freuen. Darüber aufregen wäre ja nicht so das Sinnvollste, glaube ich. Die Flotte geht in der Zwischenzeit mal hier hin.
Und wir werden uns vorbereiten, uns bei Gelegenheit dem Krieg anzuschließen. Ich glaube auch, jeder General, der sich anschließt, oder jede Einheit, die sich anschließt, kriegt auch einen gewissen Bonus dadurch. Das heißt, wir werden kurz vor Ende des Kreuzzuges unsere gesamten Armeen in den Kreuzzug schicken. Kurz bevor irgendjemand anderes Jerusalem erobert. Weil für uns ist das, wir sind definitiv nicht in der Position. Wir haben keinen Hafen am Mittelmeer, von dem aus wir Schiffe losschicken könnten. Also eventuell, wenn wir es schaffen, Mailand und Genua oder Mailand und Bologna zu erobern, dann können wir beim nächsten Kreuzzug mitmachen. Aber so macht das eher weniger Sinn, muss ich leider sagen. Steigt es mir auch tut. Aber okay. Würde ich sagen, an der Stelle, viel bleibt momentan hier gar nicht zu tun. Dann beenden wir wieder die Runde gleich. Aber wir haben ja einen neuen General. Den schicken wir mal nach Magdeburg. Für eine kleine Fortbildung. Runde beenden. Zu den Mauern! So, wo kommen die her? Egal, Mailand, ja, können wir machen. Bleiben wir mal friedlich für den Moment. Wo kommt Venedig her? Warum greifen sie uns an? Kann mir das jemand erklären? Was will Venedig von mir? Aber okay, da darf ich mich natürlich wehren. Und auch die Schotten greifen uns gerade an. Alle gleichzeitig. Wir müssen kämpfen oder uns ergeben. Wir werden belagert. Ich glaube, den Schotten werde ich irgendwann das einfach überlassen gleich. Schauen wir gleich mal. Erstmal Inverness, nichts Neues bauen. Ich lasse das Ding einfach erobern. So einfach ist es. Ich meine, Inverness kann ich sowieso nicht anfangen. Ja, mein König. Ja. Habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass es irgendwann passiert. Aber okay, erstmal ist es viel passiert. Inverness und Stettin werden belagert. Stettin finde ich jetzt ja überhaupt nicht in Ordnung. Da muss die Armee ja glatt wieder rumdrehen. Und das wird es auch gleich machen. Beziehungsweise die wird hier an Bord der Schiffe gehen. Und dann im nächsten Zug hier anlanden bei Stettin. Sollten die die Stadt erobern, wird sie direkt zurückerobert. So viel sei gesagt. Venedig hat ja auch Thorn erobert. Ah, jetzt verstehe ich. Venedig erobert hier gerade Polen. Sind die mit denen... Wann sind die mit denen im Krieg? Das habe ich, glaube ich... Hab ich das verpasst? Tatsache. Venedig ist mit der halben Welt im Krieg. Und trotz... sie verlieren langsam ihre Beliebtheit beim Papst. Das ist gut. Also es kann sein, dass Venedig bald exkommuniziert wird. Damit haben wir nämlich ein neues, interessantes Ziel. Der Kreuzzug ist gewachsen. Frankreich und Polen haben sich angeschlossen. Okay. Baubericht. Inverness. Nein, Inverness kriegt keine neuen Gebäude. Rem, Abtei. Folgt jetzt mal der Minenverband und ein... Oder nein. Die Ortswache und eine Steuer... Die Ortswache reicht schon, die Ankündigung, um die Zufriedenheit zu erhöhen? Okay. Ich verstehe es zwar nicht, aber nun gut. Es soll okay sein. Stört mich nicht weiter. Auf jeden Fall, Magdeburg hat hier seinen General stationiert und vor allem Staufen macht sich bereit, und die Armee macht sich bereit, wieder loszuziehen. Und irgendjemand wurde hingerichtet wegen Ketzerei. Ich glaube, das war wieder ein Priester. Aber okay. Passiert. Und das war auch so einiges. Schottland und Venedig haben mir den Krieg erklärt. Polen hat Ägypten den Krieg erklärt. Wie? Achso, okay, stimmt. Ja, vergesst es. Ich wollte gerade fragen, wie, aber natürlich, Kreuzzug. Venedig und Frankreich sind nicht mehr verbündet, finde ich gut. Byzanz und Venedig, wir haben einen Waffenstillstand geschlossen. Also Venedig ist momentan echt nicht nett drauf. Die sind vor allem hier im Osten am Expandieren. Ich glaube, da müssen wir mal zuschlagen bei Gelegenheit und denen ein wenig eine Lektion erteilen. Das Problem ist, dass wir dadurch da eigentlich bei irgendjemandem durchs Gebiet laufen müssten. Das ist suboptimal. Vor allem, weil ich eigentlich hier nicht expandieren wollte, weil ich eigentlich die Polen als Pufferzone gegen die Mongolen nutzen wollte. Aber nun gut. Ja, mein König. Mal schauen, was dabei so rauskommt. Ziel, bitte. Das ist alles, was ich brauche. Okay, stoppen wir uns die Armee in Staufen erstmal. Ziehen erstmal die komplette Armee ab. Und lassen einen Trupp da. Auch der wird fortgebildet. Ich glaube, wir bilden einfach mal ein paar Armbrustschützen und nordische Bogenschützen. Wer ist stärker? Okay, nordische Bogenschützen sind deutlich besser. Dann bilden wir mal die aus.
als kleine Verstärkung. Und die Truppen von Staufen laufen mal los und gehen vielleicht Richtung Norden. So ein kleiner Schlag gegen Venedig wird sicher nicht schaden und könnte sich noch als nützlich erweisen. Von daher, los geht's. Gefolge vergrößert sich, vermutlich beim Agenten. Nein, beim König, Meistermeuchler, okay. Gut, dann stellen wir uns mal an die Grenze. Wobei, wir gehen hier an die Grenze zu Innsbruck. Dann können wir Innsbruck nämlich auf genau dieselbe Art erobern wie zuvor Staufen. Wenn wir denn wieder dürfen. Wie steht der Papst denn momentan zu uns? Das geht eigentlich, aber okay. Ich würde sagen, dann nutzen wir uns einfach mal die Gelegenheit. Mailand wird schon wieder belagert. Wir haben gerade praktisch einen kurzen erzwungenen Frieden, Waffenstillstand mit dem Reich. Und Polen greift uns an. Venedig greift uns an. Interessantes Szenario momentan. Ich würde sagen, ich setze an der Stelle mal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play Medieval Total War 2 und wir hoffentlich alle unsere Feinde zurückschlagen können. Ciao!